Ja, hier in dem Video soll es um ein Messer gehen, was ich selbst gebaut habe. Möchte ich euch gerne mal wieder vorstellen. Und hier, ihr seht schon eine kleine Mini-Kydex-Scheide. Und genau um so ein Messer soll es auch gehen. Das ist ein kleines EDC-Fixed, was ich gebaut habe, um die Nachteile bzw. Das, was mich hier an dem Messer gestört hat, zu kompensieren. Das Messer habe ich vorgestellt. Für mich ist es erst eine halbe Stunde her. Für euch wahrscheinlich ein, zwei Wochen oder es kommt erst in ein, zwei Wochen, je nachdem, in welcher Reihenfolge ich die Videos freischalte. Aber ja, einfach mal um die Rahmenbedingungen zu klären, deswegen habe ich hier das Messer gebaut. Das Messer hier, das ist in der Gesamtlänge 12,9 cm lang und hat eine Klingenlänge von 6,0 cm und effektiv scharf haben wir hier 5,7 cm. Und dadurch haben wir dann genau die identische, ja, den identischen Teil, der effektiv scharf ist, wie hier bei dem Real Steel Connector. So, jetzt. Also, der Teil, der effektiv scharf ist, ist hierbei identisch wie bei dem Messer. Und man kann aber auch deutlich erkennen, dass das, was ich gebaut habe, hier von der Gesamtlänge nicht so viel an Kompaktheit verschenkt wie das hier. Das Messer hier hat eine satinierte Klinge, hier längs satiniert der Anschliff. Und mal gucken, wie gut der Fokus das drauf bekommt. Hier habe ich beim Stahl oben schön die Haut drauf gelassen von der Vorbearbeitung. Der Stahl ist der CPM 3V, ja eigentlich mein Lieblingsstahl, extrem schnitthaltig das Teil. Bei 60 HRC habe ich extrem gute Erfahrungen in Sachen Schnitthaltigkeit gemacht. In Sachen Zähigkeit kann ich mich sowieso nicht beklagen. Ich hatte eigentlich noch kein Messer, wo es wirklich mal im normalen Arbeitsbereich Ausbrüche gab. Das habe ich noch nie gehabt, von daher ist die Verschleißfestigkeit hier bei den Stählen eigentlich für mich am wichtigsten. Und hier, der Stahl hier, der ist auf 62 bis 63 HRC gehärtet worden, der CPM 3V. Ich bin wirklich gespannt, wann ich hier das Messer das nächste Mal schärfen muss. Das möchte ich gerne bei mir in der Hosentasche mitführen, einfach so als kleines, aber feines EDC. Fixt, was man immer dabei haben kann. Bis jetzt ja, hat es mich eigentlich relativ gestört immer, dass ich kein Messer mal von mir immer dabei haben kann. Die ich gebaut habe, die sind ja meistens so groß, dass es schwierig ist, die im Alltagsbereich mitzuführen. Und das hier, das kann man einfach mal in die Hosentasche stecken mit seinen knapp 13 cm. Wenn man einen Folder hat, der hat vielleicht dann auch 12 bis 13 cm in der, ja, in der kompakten eingeklappten Länge. Und hier kannst du dir das Messer dann auch direkt in die Hosentasche stecken. Hier in der Kydex kommen wir da erstmal zu. Ich habe sehr darauf geachtet, dass die Kydex die Gesamtlänge des Messers nicht ja, groß verlängert. Deswegen endet hier die Klinge sehr, sehr weit vorne. Hier ist zwar, die Klinge guckt natürlich nicht raus, da sind auch noch 2-3 mm Platz, aber man verschenkt hier nicht so viel ja, an Kompaktheit wie hier beim Real Steel Connector. Hier hat man hier vorne doch noch sehr, sehr viele ungenutzte Länge, die einfach dann eher störend ist in der Tasche. Und auch im Gegensatz hier zu der Kydex vom Connector habe ich das Ganze hier auch sehr kompakt gehalten. Das heißt, die Kydex habe ich sehr nah bis an die Nieten rangeschliffen, was ja sowieso keine Funktion hat, der Teil. Das heißt, schön rangeschliffen und dadurch ist das Ganze hier kompakt und man kann sich es einfach in die Hosentasche stecken und es stört nicht. Hier der Abstand sind 38,2 cm. Das ist der Techlock, 38,2 mm so rum, das ist der Techlock-Abstand. Das heißt, das Ganze hier kann man sich auch an den Gürtel schnallen, was aber dann mit dem Techlock wahrscheinlich sehr globig aussieht. Hier bei der Kydex vom Connector hat man dann hier noch die Hülse. Klar, das Ganze hier soll als Neckknife getragen werden, deswegen ist das wahrscheinlich so ausgeführt, dass das hier ja, senkrecht zu dieser Klingenlinie hier steht und dass man es dann gerade tragen kann an der Brust. Aber ja, mich persönlich stört das hier eher, weil ich es nicht als Neckknife trage, sondern eher in der Hosentasche. Da ist das Ganze hier doch auch dann Platz, der auch verschenkt wird wieder. Ja, das sind einfach so ein paar Punkte, die ich versucht habe, hier mit dem Messer zu kompensieren. Das Messer hier ist ein Dreifingermesser, das heißt, hier vorne in die Mulde schön bekommt man den Zeigefinger rein und hier hinten in der zweiten größeren Kuhle mit dem größeren Radius legt man dann die beiden anderen rein. Hier hinten der kleine schlägt an, ist auch überhaupt kein Problem und es liegt gut in der Hand. Ich habe es relativ dünn gehalten vom Griffmaterial. Das Griffmaterial, das ist ja, hier G10 als Unterlage. Und
Das hier ist mein Lieblingsgriffmaterial, das ist grünes Canvas Micarta. Gefällt mir richtig gut. Hier übrigens nochmal als Vergleich, gestrahltes Canvas Micarta und hier geschliffenes Canvas Micarta. Ihr könnt mir mal reinschreiben, was euch besser gefällt. Was ich dazu sagen muss, ist, das gestrahlt ist natürlich ein bisschen griffiger als hier das geschliffene. Ja, bei mir in der Werkstatt habe ich noch nicht die Möglichkeit, das zu strahlen. Mal schauen, vielleicht werde ich mir demnächst mal eine Sandstrahleinrichtung anschaffen. Die Dinge bekommt man schon für einen schmalen Taler. Mal schauen. Das Ganze ist auch verpinnt hier mit Messingpins, so wie ich es immer mache. Diesmal nur zweifach, nicht dreifach. Schön, bis man nichts mehr merkt, runtergeschliffen. Hier vorne, das Messer hat eine kleine Phase hier vorne bekommen, dass es auch gut in die Kydex reingeht und es einfach optisch noch ein bisschen mehr hermacht. Mit einem schönen Klack geht das Messer in die Kydex rein und hält auch sehr gut. Das heißt, man braucht keine Angst haben, dass einem das irgendwie in der Hosentasche mal rausgeht oder sonst was. Was habe ich noch nicht gesagt hier zum Messer? Das Gewicht, was denke ich noch relativ interessant ist hier, das Gewicht, das beträgt ohne Scheide 54 Gramm und mit Scheide beträgt das Ganze hier 65 Gramm. Und dann ist es hier ungefähr auf dem Niveau von einem UKPK, glaube ich. Ich glaube, das liegt auch irgendwas um die 50 bis 55 Gramm. Und hier hat man fixed mit einer Klingenstärke von 3,8 mm. Ich denke, da ist man schon gut aufgestellt. 3,8 mm wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen hier für so ein kleines Messer. Aber hier in Deutschland kann man den CPM 3V in keiner anderen Stärke beziehen. Deswegen musste ich diese 3,8 nehmen. Bei so einem Messer hätte ich vielleicht eher 2,5 bis 3 genommen. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass ich die Griffschalen hier aufgebohrt habe, was sowieso nicht zur Stabilität beiträgt, komme ich hier immer noch auf 54 Gramm beim Messer. Und hier das Micarta, das ist ja auch ein relativ leichter Werkstoff. Worauf ich hier beim Messer im Gegensatz zum Connector auch geachtet habe, das ist die Schneidphase. Und zwar die Schneidphase, die läuft zunächst einmal hier hinten in einer kleinen Schleifkerbe aus. Mache ich sehr gern, damit man das Ganze definiert und gut nachschleifen kann. Das erleichtert einfach das Nachschleifen mit dem Stein. Und die Schneidphase, die ist kaum zu erkennen. Das ist nämlich nur eine kleine Mikrophase. Und dadurch wird das Ganze hier richtig schneidfreudig und beißt schön in das Schnittgut rein. Die Schneidphase habe ich jetzt gemessen und die beträgt ungefähr 0,2 bis 0,25 mm. Es sollte kein Problem sein, weil dadurch, dass das Messer hier ungefähr daumenbreit ist, nimmt die Stärke relativ stark zu hier beim Flachschliff und da hat man dann auf jeden Fall genug Stabilität hinter der Phase. Hier vorne auch, man kann sehen, es ist doch immer noch recht stabil ausgeführt. Aber für kleine EDC-Aufgaben wie beispielsweise Kartons öffnen, Kartons klein machen, vielleicht mal hier und da was in der Küche machen, was natürlich von der Länge her ein bisschen schwierig wird, aber mal Wurst klein schneiden oder mal eine Tomate oben den Strunk rausholen und klein schneiden, das sollte das alles schön hinbekommen. Sich mal ein Brot zerteilen, was man sich gemacht hat. Ja, dann kommen wir noch zu einem kleinen Größenvergleich hier. Die Messer, die ich mit habe, ich habe gerade mal zwei Videos vorher noch gedreht und dazu einfach noch hier Victorinox aus der 91 mm Serie, auf jeden Fall größer. Dann das Real Steel Connector, glaube ich, hatte ich schon mal dabei gehalten, ist aber auch größer, bei aber gleicher effektiver Schneide. Dann hier das Giant Mouse Knife Ace, deutlich größer das Teil. Mit knapp 18 cm Gesamtlänge und hierzu 13 cm Gesamtlänge. Und als letztes, da muss ich aber mal mit zwei Fingern dran, hier das Chris Reeve Small Sebenza. Auch hier mit Micarta. Auch deutlich größer das Messer. Ja, das soll es dann eigentlich auch schon hier zum Messer gewesen sein. Vielleicht werde ich da auch mal ein Video nachschießen, wie sich es geschlagen hat. Das habe ich heute fertig gemacht, heute gebaut. Und das heißt, es hat noch keine Praxiserfahrung, es hat noch keine Testerfahrung sammeln können oder ich habe die noch nicht sammeln können und deswegen wird es da wahrscheinlich auch noch ein kleines zweites Video geben. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch fürs Reinschauen bedanken und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.